So. Also ich habe jetzt ein bisschen an meiner Sortiermaschine gebaut. Für das Auto-Smelting. Das heißt, hier ist einfach so ein Rohr und das führt dann zu den Kisten, die dann in die Smeltery geht. Also die Erze kommen hier rein, gehen dann da rein. Und ich brauche natürlich zwei Dinger, weil die Erze können sich ja vermischen. Aber es sind nicht viele, die sich vermischen können. Das reicht, wenn wir hier zum Beispiel Eisen und Kupfer, die verbinden sich nämlich nicht. Das heißt, die können zusammen sein. Dann kann in den anderen Silber rein. Das verbindet sich mit Gold. Lead verbindet sich, glaube ich, mit gar nichts. Und Aluminium kommt hier, glaube ich, auch rein. Und dann kann ich das theoretisch schon anschmeißen. Dann sollte da, ja. Kommt das dann noch raus und dann wird es in die Kisten getan direkt. Jetzt ist hier auch mehr Platz. Dann brauche ich noch ein etwas, was verhindert, dass das, achso, das. Ich brauche irgendwas fürs Cobblestone. Weiß nicht, was ich mit dem Cobblestone anstellen soll. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig in Erinnerung. Ich gucke nochmal nach. Jetzt geht es da alles rein und dann wird es automatisch hier rausgesetzt und das hier ist so geblieben. Ich habe nur ein paar bessere Servomotoren genommen. Das sieht auch schon ganz gut aus. Jetzt brauche ich nur noch. Ne, ich brauche, glaube ich, gar nichts mehr. Das funktioniert soweit. Das wäre schön. Ja, dann haben wir es schon. Achso, wir brauchen jetzt. Ja, genau. Ich weiß nicht, was ein guter Storage fürs Cobblestone ist. Weil meine Barrels sind schon alle voll. Voll, voll. Und ich brauche dann noch irgendeine Leitung, die dann die ganzen Materialien, die schon fertig sind, zum Beispiel Kohle und so, die müssen dann nicht mehr geschmolzen werden. Die müssen dann auch in einer extra Stelle hin. Oder die bleiben hier, weil so viel Platz verbrauchen die dann nicht. Auf jeden Fall brauche ich irgendwas fürs Cobblestone. Aber was? Ich habe, glaube ich, eine ganz gute Methode gefunden. Es gibt sowas, das nennt sich Cage. Das kann von einer Sorte Items ganz viel halten. Hier zum Beispiel 160.000. Das sind schon 2500 Stacks Kobbel, die ich da drin lagern kann. Und das ist auch noch ganz easy zu machen. Ich brauche nur ein bisschen hardened Glas. Davon habe ich ja noch 6 Stück. Das reicht, glaube ich. Das heißt, ich brauche nur 4 Invar. Und 4 Tin. Dann habe ich schon. 4 Tin. Inver habe ich hier, glaube ich, hoffentlich noch. Dann muss ich schon hier suchen. Inver. Inver, Inver. Ja, hier. Und dann brauche ich noch ein Holzstück. Ist eigentlich voll easy zu machen. Also richtig easy. So, und jetzt einfach nur so. Genau, hier ist der Cage, der hardenet. Und wenn ich den jetzt mit dem Glas umschließe, ummantel, dann kommt da schon der Cage raus. So, und den könnte ich jetzt theoretisch schon da anschließen. Am besten ich klatsche das direkt neben der Quarry an. So. Ja, der macht da automatisch. Komm, bist du noch rein? Jetzt mache ich da. Jetzt helfe ich dir mal ein bisschen mit. Dann haben wir, glaube ich, schon wieder ein bisschen mehr Platz in der Kiste hier. Alter, da passt ja echt extrem viel rein. Alter. Das hätte ich mal früher machen sollen. Das ist ja richtig cool, das Ding. Davon habe ich auch erst heute was davon erfahren. Macht das nicht mehr da rein. Jetzt packt das wieder hier rein, oder? Nicht?
Er hat ja doch gerade was reingemacht, oder? Wieso macht er nichts mehr rein? Hä? Ach so. Wird wahrscheinlich die Priorität hier drauf liegen. Kann natürlich sein. Ist aber irgendwie total scheiße. Ah, wie kann ich dem sagen, dass er das dahin reinmachen soll? Oder brauche ich noch einen Filter, der es dann da reinmacht? Ja, wahrscheinlich brauche ich einen Filter. Das wird schwierig. Dann muss ich noch einen Filter bauen. Eigentlich reicht so ein billiger dann auch. Was ist denn der billigste, den es gibt? Der billigste Filter. Der hier. Ah, egal, ich kann direkt Elektrum-Teil wieder machen. Wofür habe ich denn das Elektrum? Dafür brauche ich nur ein Blatt. Ich habe hier irgendwo ein Blatt gemacht. Extra hierfür. Dann brauche ich... noch ein Eisen-Nugget. Ach, Nuggets. Die sind immer so nervig. Die kann man nämlich für fast nichts gebrauchen. So, hier fehlt noch irgendwas. Das Glas. Ja, Filter. Gut. Dann wäre das Kabelproblem auch gelöst. Das finde ich ganz schön. Oder kann ich das mit dem Ding verschieben? Ja, natürlich. Das klatsche ich mal hier hin. Das kann ich hier noch drehen. Dann Filter drauf klatschen, genau. Achso. Ich bräuchte gar keinen Filter. Ja, auch gut. Ups, Entschuldigung. Leitung. Ah, wo? Das arme Cobblestone. Das ist schon traurig. Weiß nicht, wo es hin muss. So, ja. Geht ohne Probleme. Ja. Perfekt. Geht ohne Probleme hier jetzt rein. Filter ist immer gut, was auf Vorrat zu haben. Ja, guck mal, wie leer die Kiste plötzlich ist. Kann ich theoretisch auch die komischen Barrels da reinmachen? Das klingt eigentlich ganz gut. Ja. Die Barrels da reinmachen. Was sind denn die Barrels? Also ich meine jetzt die hier sind. Warte, dafür brauche ich... Ich mache das mal ganz intelligent. 2 Stück pro Fahrt. Dafür brauche ich nur den Dolly. Und der ist in meinem Inventar schon. So, ich brauche natürlich den hier. Und dann brauche ich... Ah nee, das geht ja gar nicht mit dem Ding. Mist. Ich mache das so richtig intelligent. So, ha. Ha. Dann das Ding brauche ich auch noch. Kommt auch häufig vor. So. Gravel ist da auch immer drin. Zwar nicht so viel, aber auch schon ein wenig. Genau, und dann brauche ich noch die Sachen. Ich hoffe, das passt da noch alles hin. Ja. Passt locker hin. Das da auch noch. Ist ja ganz cool. Und zuletzt noch das hier. Ja, theoretisch haben wir dann unser automatisches Sortiersystem auch schon wieder. Ach ja, ein paar Erze habe ich noch nicht da eingetragen, aber die gibt es noch nicht. In der Kiste. Kann ich ja später noch anfügen. Das mache ich mal zu hier. Sonst regnet es noch rein. So, die sind noch nicht verbunden. Mache ich mal eben schnell. Und die sind hässlich verbunden, deswegen mache ich die hier nochmal hin. So. Jetzt am besten noch drehen, damit es auch schön aussieht. Kann ich nicht drehen? Ups. Kann man wohl nicht drehen. Ich dachte, man kann die drehen. Also kann man nicht drehen. Ja, mache ich mal so. Ja, sieht doch schön aus. Jetzt geht das ganz brav da alles rein. Guck mal, wie... Alter, ist das hier frei. So, Tin. Habe ich Tin nicht eingetragen? Ja, was wollen wir als nächstes machen?
Ich hätte doch irgendeinen Plan, oder? Ich überlege es mir nochmal. Ich habe jetzt, glaube ich, alles für die Pumpe, die wir brauchen. Da brauchen wir erstmal das hier. Die Mining Pipe. Ja, ein bisschen außergewöhnlich. Das hier brauchen wir auch noch. Basic Machine Casing. Und dann haben wir hier schon. Irgendwas fehlt hier noch? Das Ticket, genau. Das Ticket brauchen wir noch. Das kann man aber ganz schnell machen. Dann machen wir noch Rubber. Das Rubber ist natürlich genau an der Stelle hier. Genau. So ist nicht natürlich direkt. Und hier kann ich da ein paar Kabel machen. Und aus den Kabeln kann ich direkt dann das Ticket machen. So. Dann habe ich schon eine Pump, aber die ist scheiße. Deswegen machen wir das zu einer Buildcraft-Pump. Das ist nämlich viel besser. Und ja. Dann haben wir die Buildcraft-Pump. Natürlich brauchen wir noch etwas zum Transportieren von der Lava, die da hoch pumpt. Deswegen machen wir noch zwei Ender-Tanks. Einen zum Hin und einen zum Zurück. Und so. Jetzt brauchen wir nur noch vier Pistons. Und dann können wir das Ding auch direkt anschließen, ohne Probleme. Das wird nice. Da freue ich mich schon drauf. Dann haben wir nämlich endlich etwas, womit wir Lava transportieren können. Weil meine ganzen Tinkers Construct Dinger, die laufen auch nicht mehr richtig, weil die immer Lava brauchen. Die brauchen hier irgendwie richtig viel Lava. So, ich habe hier jetzt die Pumpe schon mal aufgestellt im Lever. Hier ist gerade nichts, kein Monster dabei, deswegen schmeiße ich das Ding einfach an und klatsche einen Endertank drauf. Und wenn ich das richtig gemacht habe, dann sollte da gleich Lava reinkommen. Sollte, ja, da ist Lava. Das heißt, wir haben unendlich Lava. Theoretisch. Das finde ich schon extrem cool. Da sieht man es auch, hier drin ist auch schon Lava drin. Nettes Detail. So, wo ist. Dann gehen wir mal wieder zurück. Und schließen und stellen den Tank irgendwo hin. Ich weiß noch nicht, wo wir den hinstellen wollen, aber. Oh Gott. Erstmal müssen wir hier durch. Zum Glück habe ich da die Türen gebaut. So. Und. Plopp. Ja, wo stellen wir denn den am besten hin? Also, der muss irgendwie an die Tanks hier kommen. Ist übrigens schon leer. Schon wieder. Also es muss in der Nähe davon sein. Und am besten auch in der Nähe von dem kleinen Teil, was ich mir gebaut habe. Das heißt, hier wäre ein guter Ort. Hier in der Mitte zum Beispiel, man kann links einen Tank, rechts einen Tank und in der Mitte kann dann die Leitung oder direkt der Tank. Und dann kann die Leitung hierhin führen, hier durch zu dem Tank. Und dann brauchen wir noch irgendwo einen Ort zum Energieproduzieren. Entweder wir verstecken das erstmal. Das ist, glaube ich, die beste Methode. Erstmal irgendwo in dieser Wand hier verstecken. Dann sieht das niemand, aber. Also sieht dann nicht so cool aus, aber. Ist sehr praktisch dann. Hier ist nämlich auch noch ziemlich viel Platz dafür. So. Das ist, glaube ich, die beste Methode. Und dann, ja, dann bauen wir mal das da gleich dahin. Ja.
gehe ich jetzt mal hier durch. Und am Ende werde ich dann das machen.